ging ja auch in der Kabine in der Halbzeit manchmal schon und jetzt geht es noch direkter. Das ist ja top. So, Zeit läuft. Oh je, bei mir, da oben an der Hallenuhr, jetzt, alles klar. Okay, es kann losgehen und Steinert haben wir da auch schon parat gesehen, der also den Defensivpart spielen soll von Kai Häfner. Gleich mal offensiv raus. Das ist keine Überraschung, dass die Portugiesen auch eine offensive Variante wählen gegen die deutsche Mannschaft. Köster. Schlimmer Foul. Ein paar richtig gute Jungs haben sie drin. Martins, Rückraum Mitte, der Mann mit der 10. Spielt nicht in Portugal, sondern in Ungarn bei Pick Second. Werden wir hier nochmal das Stürmerfoul sehen von Köster. So, Steinert auf der zweiten Position von außen. Kastening ist draußen, Häfner bleibt drin. Aber ich glaube, das wird kein Dauerzustand sein, weil Kastening brauchen wir im Konterspiel. Mit Glück der Kasten sauber geblieben bei diesem Abschluss von Frade, Kreisläufer vom FC Barcelona. Ja, Kastening und Häfner werden sich abwechseln beim Rauslaufen. Der schneller an der Bank ist, wird dann ersetzt durch Steinert und dann ist mal Häfner auf Außen. Das werden wir ein paar Mal sehen. Hauptsache, der Wechsel wird schnell vonstatten gehen. Schön den zweiten gleich mitgenommen. Julian Köster, der wirkt, als sei er schon so lange dabei. Ist er schon eine Weile dabei, aber er ist trotzdem erst 23 Jahre alt. Und das als Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Kastening, das ist eine seiner Stärken. Sehr schön. Eingeleitet von Christoph Steinert vom HC Erlangen. Das gehört sich auch dazu, immer auch mal die Vereine zu erwähnen, denn es ist eine breite Streuung. Das ist anders als bei den Portugiesen. Da gibt es viele Spieler vom FC Porto, von Sporting Lissabon. Und in unserer Mannschaft gibt es auch Blöcke. Rhein-Neckar-Löwen, Hannover-Burgdorf mit den vielen jungen Spielern natürlich auch besonders häufig vertreten. Eine Blockbildung wurde ja leider gesprengt durch den Ausfall von Maria Michalczyk. Da wollte Alfred sicher auch mal den Hannoveraner mit dem Block spielen lassen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber er wird Lösung finden. Parade Wolf. So, alles neu aufbauen. Das ist auch die Verantwortung dann von Juri Knorr, das Ding zu lenken. Aber das brauchst du. Ja? Ja, die Faust, das ist schön. In so einem Spiel auch reinzukommen mit einem Ball, den du halten solltest. Alles wichtig. Martins. Ja, vielleicht haben Sie es gehört über die Mikrofone am Spielfeldrand. Super Rückzug, sofort das Lob der Trainerbank an die Defensive. Abwehrangriff. Wechsel hat funktioniert. Kastening ist draußen und Steinert wieder drin. Christoph Steinert, der übrigens bei der möglichen Qualifikation für die Olympischen Spiele eine ganz bedeutende, eine große Rolle spielen kann, weil man bei Olympia nur 14 Mann nominieren darf. Und da ist ein vielseitiger Spieler wie Steinert ganz, ganz wichtig. Häfner. Ermahnung an den Innenblock. Wegen des Schiebens gegen Johannes Goller. Ja, dann haben wir nochmal Christoph Steinert, wie gesagt,
in der Nationalmannschaft vor allem festgelegt auf einen defensiven Part, aber auch vorne wichtig, Goller. Das ist klar, da sind die Fans besonders laut. Bei ihrem Mann hier von der SG Flensburg-Handewitt, ein Dauerbrenner in der Nationalmannschaft, genauso wie in der Bundesliga. Ein Vielspieler, was an seinen Qualitäten sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive liegt. Ja, den Fehlwurf in gewisser Weise erzwungen, dran am Körper und damit den Torhüter auch unterstützt. Auch das gut verteidigt, klar, okay, alles okay, gibt einen 7 Meter, aber wir müssen mal uns die Uhr auch anschauen. 6 Minuten ohne Gegentreffer geblieben. In dieser Partie ist schon mal ein guter defensiver Anstieg. Und die stimmt sogar. Ja, die stimmt. Ja, 3:0 nach 6 Minuten, hervorragend. Ja. Hoffentlich bleibt so. Ja, schöner, strammer Armzug. Pedro Portela von Sporting Lissabon. Nachher werden wir uns vor allem auch noch mal mit zwei ganz jungen Spielern beschäftigen. Den Costa-Brüdern, die in Europa schon fast einen legendären Ruf haben. Und viele sagen, bei allem Respekt für den WM-Titel der deutschen U21, wenn die mit den beiden die U21 WM mitgespielt hätten, hätte es einen noch größeren Gegner möglicherweise gegeben. Genau, also die sind richtig super. Einen größeren Gegner, genau. Ja. Starker Block. Ja, super. Ich fand auch da, wir sind super zurückgelaufen. Es war ein technischer Fehler vorne, Schritte. Aber der Rückzug klappt schon richtig gut. Ja, und das gegen eine Mannschaft, die ja eine besondere Qualität hat im Tempospiel. Martins. Gerade am Kreis. Und der Mann mit der 79. Gleich werden wir ihn am Ball sehen. Jetzt, das ist eines der ganz, ganz großen portugiesischen Handballtalente. Trainiert von seinem Vater, gilt auch für seinen Bruder. Beide spielen bei Sporting Lissabon. Gute Balleroberung. Kastening, viel Zeit. Ja, da blicken wir zu Recht auf den Trainer der Portugiesen in der Erwartung. Wer weiß, vielleicht zieht er auch mal die frühe Option an Auszahlung. Das ist gut möglich, weil Portugal hat im Angriffsspiel im gebundenen 6 gegen 6 aktuell noch keine Chance. Also sie haben keine gute Bewegung, finde ich, haben noch keine richtige Situation gestellt. Der 7 Meter am Anfang war eigentlich dadurch eine Unaufmerksamkeit entstanden. Also so richtig viel passiert im Angriff noch nicht. Konsequent, gut, Steiner. Und da ist er wieder. Die Zeit rast so dahin, wenn man sich überlegt, wann der Stern so richtig aufging. 2016 von Andreas Wolf, heute schreiben wir 2024. 4 Europameister von 2016 sind noch heute drin in diesem Kader. Kohlbacher. Nicht zu vergessen, Häfner natürlich, der nachnominiert wurde damals, und Rune Damian. Also der Spirit ist noch in der Mannschaft. Ja, er ist noch da. Und das war ja eine der ganz großen, wirklich großen Überraschungen. Das sagt ja auch jeder im DHB. Wir sind nicht mit der Erwartung damals nach Polen gefahren, diesen Titel zu gewinnen. Und momentan muss man auch sagen, was die EM angeht, keiner kann von dieser Mannschaft erwarten, dass sie Europameister wird. Keiner kann sagen, ihr habt den Druck der Favoriten. Aber wenn es was wird, nein, genau. Wir können ganz beruhigt an die Sache rangehen, unser Ding machen. Und die Mannschaft kann absolut überzeugen und überraschen. Aber jetzt haben wir gerade die absolute Stärke von Juri Knorr gesehen, was er in der Bundesliga immer und immer wieder zeigt. Das ist der Schlagwurf, der ist so schnell auf den Beinen und hat so einen kurzen Armzug. Für Torhüter schwer zu lesen, für die Abwehrspieler schwer zu blocken, weil er auch dann ins 1 gegen 1 auf die andere Seite wechseln kann. Wenn er sich überragender Spieler. Quasi um die Achse auch noch dreht. Das auch noch. Schnell, ja. Spin-Move, genau, alles dabei.
Ja, Miguel Martins von Big Second. Häfner. Ja, erste gute Parade jetzt auch mal vom portugiesischen Keeper. Das ist Diogo Marques vom FC Porto. Das ist die erfolgreichste Mannschaft seines Landes. Aufmerksam von Julian Köster. Häfner. Wer rückt nach? Golla. Ja, mal rüber auf Knorr. Steinert. Und dann Luft eher rauslassen. So ist es, weil Steinert geht raus und Kastening kommt wieder rein. Gab's auch schon mal 7 Meter. Martins, wieder ein guter Block. Aber trotzdem würde ich mich bei Martins nicht nur auf den Block verlassen. Wir haben gerade auf halb schon gesehen, da war Steinert einen Schritt zu spät, ja. Köster zu spät eingerückt. Das ist, den musst du angehen, den Mann. Der hat einen guten Schlagwurf, guten Wackler. Spielt in Ungarn eine tolle Rolle bei Cseged. Also ganz gefährlicher Mann. Wenn es genau nimmt, kommt er aus dem Kreis. So ist es. Der Fokus war auf dem rechten Fuß des Abwehrspielers. Schöne, lange Flugphase von Ja, erster guter Eindruck der Defensive ist erstmal ein bisschen weg. Mertens. Mega lang gewartet. Der Linksaußen des SC Magdeburg, der heute ja mutmaßlich 60 Minuten auf dieser Position durchspielen wird. Jetzt gab es schon die ersten Wechsel im Rückraum der Portugiesen mit zwei weiteren wirklich interessanten Spielern. Albacanti und auch Nazaré. Ja, den wir im rechten Rückraum sehen. Nächster Block von Köster. Stark. Und Juri Knorr. 7-4. Nazaré ist letztes Jahr Torschützenkönig in der Liga Asobal in Spanien geworden, jetzt nach Dänemark gewechselt. Auch ein sehr, sehr neuer Weg, will ich es mal nennen, sich im Handball zurechtzufinden und Erfahrungen zu sammeln. Aber der Junge ist richtig gut, explosiver Spieler. Und jetzt hören wir mal zu. Genau, Auszeit Portugal genommen, aber wir hören zu bei Alfred Gislason. Sehr gut, okay. Da sind ein paar Sachen, die fast da aus dem Block reingehen, aber vorne. Ja, genau. Geh du dann hoch, dass er nicht auf 3 reinkommt, weil er drückt ihn weg. Ja. Vorne, hey, vorne. Diese 2-3. Weißt du, wenn ich ganz offensiv auf halb und Mitte gehe, auch was wieder 2-3-1 weiterspielen, da sind ganz andere Sachen da. Okay? Und aus dem Freiwurf spielbar öffnen und Lusche aus dem Freiwurf. Deutschland auf 3, 1, 2, 3. Deutschland, hey, bye. Johannes, ich will gar nicht so sehr eingehen auf das, was der Bundestrainer sehen will, sondern vielmehr auf die Entwicklung, die Dominik vorhin auch schon mal angesprochen hat, von Alfred Gislason. Die Spieler mitreden zu lassen. Und das war ja ein eindeutiges Zeichen, die durften mitreden. Auf jeden Fall. Er wünscht das mittlerweile. Ich glaube, er hat das von gewissen Spielern immer schon akzeptiert. Mittlerweile fordert es mehr ein. Du siehst, Juri als junger Spieler, klar, er ist der Lieb. So, dann von uns noch ein Hinweis. Wir haben so viele super Dokus aktuell in der ARD-Mediathek. Der besondere Hinweis gilt der von Christoph Nahr über Franz Beckenbauer, der Legende des deutschen Fußballs.
Keine Frage. Weltmeister, Spieler, Trainer, WM-Organisator, ein Weltstar. Der Kaiser eben und diese Dokumentation Beckenbauer blickt auf das Gesamtlebenswerk des Fußballers und des Menschen mit viel Licht. Aber, das wissen wir natürlich auch, mit einigen Schatten am Ende seiner Schaffenszeit im besonderen Fokus. So möchte ich es besonders sagen, denn es ist ruhig um ihn geworden. Franz Beckenbauer ist schwer krank. Auch darum geht es in dieser Dokumentation. Juri Knorr! Oh, hat der eine Dynamik? Habe ich das richtig gesehen? Ball rechts, Ball links, Ball rechts und Tor. So schnell kann man es gar nicht aussprechen. Bekommst es aber noch mal geliefert hier. Ja. Die Augen funktionieren noch. Wow. Geil. Martins. Schön an die. Klar, als Antreiber. Schön auf Außen zu Kastening. Der macht die Beheber. Zum 9-5. Schöner Pass. Diagonal rüber. Klasse auch drüber gelegt. Ah, Mike Machula ist da. Neben Benjamin Chaton, der ganz wichtig ist für die Organisation des bevorstehenden EM-Turnieres. Auslastung übrigens bei 75% der Hallen, das ist enorm. Denn wir reden ja nicht über die deutschen Spiele, da ist es bei fast 100%. Morgen beginnt übrigens nochmal ab 12 Uhr ein kleiner Timeslot für die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft in Düsseldorf. Auftaktspiel vor über 50.000 und in Berlin. Aber es sind Restkarten, trotz allem der Hinweis für alle, die auf den letzten Drücker noch ein Ticket haben wollen. Es gibt auch noch Tickets für Hamburg. Liegt dir besonders am Herzen? Ja, na klar. Ist klar. Hamburg werden wir eine überragende Hauptrundengruppe sehen mit vielen skandinavischen Top-Nationen, die auch um den Titel mitspielen. Da mache ich mir aber gar keine Sorgen, dass das am Ende ausverkauft ist. Da werden wir schon eine volle Halle sehen. Ja. Und wenn Sie sich fragen, kann die deutsche Mannschaft eigentlich auch auf die Portugiesen bei dem EM-Turnier treffen? Ja, kann sie, aber frühestens im Halbfinale. Erst dann wäre diese Konstellation möglich. Auch deshalb ist diese Mannschaft ausgesucht worden und weil sie halt häufig im Spiel 7-6 agiert. Ei. Und das wird eine Herausforderung besonderer Art dann im Auftaktspiel gegen die Schweiz werden, um das auch da zu simulieren. Johannes Goller. Jetzt haben wir schon alle Facetten von Juri Knorr gesehen. Überragender Tempospieler, guter Abwehrspieler, Pässe in alle Ecken und gute Würfe. Ja. Absolut, aber wie er das Ding hinschnickt, aber wie Goller es dann auch verwertet, ja, das war schon also eine gute Kleingruppenarbeit, ja, die Juri Knorr natürlich auch besonders gelernt hat. Als Jugendspieler ja ausgebildet, zumindest zeitweise in Spanien. Und da wird so etwas besonders gelehrt. So, Andi. Mertens. Eingesetzt von Köster. Ausgangspunkt ist der linke Fuß von Andreas Wolf. Und der vorletzte Pass kommt von Juri Knorr, der halt immer wieder eingebunden ist in die Entscheidung. Klar, das liegt an seiner Position, aber er saugt die Bölle förmlich an. Steht gut. Zusammenspiel. Ja, so muss es sein. Das gegenseitige Verlassen in diesem Zusammenspiel zwischen Abwehrspieler und Keeper. Und am Klang hat man auch gehört, dass da ein bisschen was dahinter war. Also es war jetzt keine leichte Parade. Ja. War ein sehr gutes Zusammenspiel, Torwartblock. Erste 2 Minuten Zeitstrafe. Wechsel auch bei der deutschen Mannschaft. Heimann wird reinkommen.
Und das ist auch immer ein klassischer Fall, eine Überzahlsituation oder Unterzahl für Yannick Kohlbacher. Da ist er eminent wichtig, sowohl wenn es mal 7 gegen 6 probiert wird oder auch in der Unterzahl, weil er ist ein ganz anderer Spielertyp, der flach in Szene gesetzt werden kann. Und das ist wichtig, dass man nicht gleiche Kreisläufertypen hat, sondern sehr unterschiedlich. Klar, das hilft. Und Kohli ist jemand, den du wirklich immer anspielen kannst. Und gerade in der Überzahlsituation entstehen diese Räume, wo du den Ball einfach fallen lassen musst oder reinspielen musst für Kohli. Wieder ein überragender Pass. Also das ist Wahnsinn, was die Entscheidungsfähigkeit angeht von Juri Knorr. Es sind ja nicht nur die Abschlüsse. Und der Dank von Kastening, das haben wir eben gesehen, die Faust, die ging zu Juri Knorr für diesen Pass. Das sieht alles so easy aus. Nein, das ist schon richtig gut. Wieder mal die gute Parade von Wolf. Aber genau wie du sagst, das ist natürlich alles einstudierte Spielzüge mit 2, 3 Ausgängen. Und einer muss es dann entscheiden. Und das macht Juri überragend. Er steht da in der Luft, spielt das Ding einfach rüber. Perfekter Pass, alles ist frei. Ja, passiert dann auch mal. Luis Frade. Das kann genauso passieren. Heimann ist gerade reingekommen und auch für Heimann wird es jetzt wichtig sein, einfach in diese Mannschaft reinzukommen. Ne? Spielt eine gute Saison, ist wieder fit geworden, aber er braucht jetzt Minuten in dieser Mannschaft, einfach um reinzukommen in das Spiel. Es ist nicht immer das Gleiche, ob du Bundesliga oder Nationalmannschaft spielst. Häfner nutzt diese Überzahlsituation aus. Was auch daran liegt, dass Kohlbacher zuvor seine Gegenspieler bindet. Und dann entsteht logischerweise in diesem Spiel 6 gegen 5 dann die Lücke, die man so nutzen muss, wie es Kai Häfner getan hat. Ja, 13-7, damit habe ich gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Also es sieht sehr, sehr gut aus gerade. Die Abwehr funktioniert, der Rückzug funktioniert. Wir haben jetzt schon eine Menge gelobt. Da will ich doch mal wissen vom anderen Weltmeister. Ja, im ARD-Expertenteam. Wie siehst du das Spiel? Wo siehst du weiteres Potenzial vielleicht? Ja, das größte Potenzial ist dahingehend, dass wir in der Abwehr zusammenfinden müssen. Wir haben zwar gute Blockspiele dabei gehabt, aber jetzt gilt es auch, ja, die Durchbrüche und vor allem die Schlagwürfe dahin zu kriegen. 7 Meter für die deutsche Mannschaft. Abwehr im Kreis. Und das ist ein Fall für Timo Kastening. Ich finde das immer sensationell, wie sich Goller da bewegt am Kreis. Was der da arbeitet körperlich, eben weil er diesen wichtigen Part auch in der Defensive spielt. Jetzt gemeinsam mit Sebastian Heimann werden wir nochmal den 7 Meter von Timo Kastening gesehen. Also neue Konstellation jetzt im Innenblock mit Heimann. Und Goller. Yeah. Ist auch so ein Klassiker des portugiesischen Handballs. Kennen wir vor allem noch von André Gomes, der ja nicht nominiert ist für diese Spiele. Verzögerte Würfe aus der zweiten Reihe, unheimlich lange in der Luft stehend. Athletisch immer sehr gute Akteur. Kastening als Einläufer von außen. Knorr gegen Nazaré. Oh, das war ein schicker Pass. Aber auch starke Parade. Auch das tut Andy Wolf gut. Auch wenn der Ball natürlich in den Reihen der Portugiesen bleibt durch den Freiwurf. Aber linke Fuß war noch dran. Kurz zu den Torhütern hast du natürlich einen besonderen Blick drauf. 5 waren ja nominiert im 35er-Kader, das ist üblich.
Warum ist diese Wahl auf Schmidt und Wolf aus deiner Sicht, das interpretiere ich mal so, die richtige? Also ich glaube, Andy Wolf ist unbestritten die Nummer 1. Das ist seit längerer Zeit klar. Er ist fit geworden. Das ist schön für uns alle. Und Spät ist einfach die Zukunft. Wir haben natürlich mit Joel Wilhelm noch einen Torhüter, der wahrscheinlich gleichwertig ist, ein paar Jahre älter ist. Und Alfred einfach jetzt diesen Spirit reinbringen will, junge Leute reinbringen will. Und auch David natürlich jetzt, oder David, die Heim-WM noch im Rücken hat. Klippi ist drin auf 6 in Erbe. Hamle ist auf 5. Okay, ansonsten Basti, Mone, Flippi und sonst bleibt das frei. Okay, hey, das heißt, du kannst das Ding mit Hanne spielen, ja, außen hoch und das Ganze. Aber vor allem, es geht um die Abwehr. Das ist genau wie ein Problem, nur bei diesen Pässen zu klein. Ja? Ja, das ist genau das, was Dominik eben angesprochen hat, ja. Genau das. Sagt jetzt auch Alfred Gislason, die Abwehr, die Defensive, das ist ihm zu wenig. Philipp Weber wird jetzt reinkommen. Das war gleich der Einstieg. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Mann. Hanne mit der 38. Martin Hanne. Sein erstes Länderspiel. Ja, wird Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Das. Wir kommen gleich noch auf dein Debüt. Bin ich mal gespannt, ob du das alles noch so parat hast. Ja? Ist ja eine ganze Weile her. Aber der beginnt jetzt erstmal auf links außen, weil Dahmke, das hatte ich ja schon erwähnt, heute geschont wird. Aber der wird natürlich die Position gleich wechseln. So, so ist es. Jetzt über den langen Weg und man sagt ihm, trau dich. Das macht er! Das macht er! Erster Wurf! Los? Mein Gott, ich ahne, was der jetzt für eine Gänsehaut hat. Erstes Länderspieltor. Und das hat mir der Co-Trainer Erik Wuttke auch noch mal gesagt. Du kannst dir nicht vorstellen, was der für eine Klebe hat. Ja, das ist so. Wir kennen ihn aus der Bundesliga seit Jahren. Er hatte ein bisschen Verletzungsprobleme, auch mit dem Rücken, war nicht immer topfit. Aber jetzt spielt er seit längerem fit und also ich würde jetzt gerne mal wissen von den Statistikern hier im Hintergrund, ob schon jemand mit seiner ersten Ballberührung bei seinem Debüt ein Tor geworfen hat. Hier hätten wir auf jeden Fall einen. Achtung! Da wusste aber gerade nicht, dass er nach links außen muss. Aber das ist jetzt eine ganz interessante Variante, die sie da spielen. Ganz interessante Geschichte, weil sie natürlich jetzt theoretisch drei Rückraumlinke auf dem Feld haben. Weber, wissen wir, ja, spielt natürlich auch viel Rückraummitte. Aber das ist interessant. Und es geht darum, Hanne dann auch ins Spiel über den langen Weg zu bekommen. Das ist eine gute Möglichkeit, einfach neue Situationen zu schaffen. Du hast da einen Wurfgewaltigen auf links außen, wenn der hinten rumkommt, genau wie wir es gesehen haben. Dann stellt das die Abwehr vor Probleme. Sensationstor. Das ist unglaublich. Von Johannes Goller. Und das macht dich als Torwart wahnsinnig. Ich kenne dieses Gefühl. Du denkst, das kann doch gar nicht sein. Wie kann der den Ball aufs Tor kriegen? Aber das ist trotzdem nicht zu halten. Krass. Sehr gute Angriffsleistung. 16 Tore. Verbesserungswürdig noch die Defensive, aber wir wollen das trotzdem richtig einordnen. Wir spielen gegen Portugal, ich sag jetzt mal wir, wenn ich schon einen Ex-Nationalspieler neben mir habe und so ein bisschen das Herz schlägt ja auch dafür. 5 Tore plus gegen Portugal ist ein sehr ordentlicher Eindruck. Das ist sehr ordentlich. Wir haben, wie gesagt, wir haben vieles richtig eingeordnet. Es gibt dieses Abwehrverhalten eher im 1 gegen 1, noch ein bisschen aggressiver zu sein, jetzt auch den Wurf verhindern zu wollen, da nochmal alles zu geben. Das ist das, was jetzt noch ein bisschen kommen muss und dann sind wir richtig gut im Spiel. Heffner. Gute Variante. Das erste Mal so richtig gesehen von den Portugiesen, dieses Überfallartige, ja, in der Schnellmitte oder mit der Schnellmitte.
ganz unterschiedlicher, ganz anderer Spielertyp jetzt Philipp Weber, Rückraum Mitte im Vergleich zu Juri Knorr, der auch individuell natürlich ganz andere Entscheidungen treffen kann durch seine Wurfvarianten. Weber eher der spielstarke, wenngleich auch sehr schnellfüßige Mann. Also er kann das ja auch in die Tiefe gehen, so ist es nicht. Ja, und Weber ist erfahren und hat natürlich ein Selbstbewusstsein, das ja nicht zu erschüttern ist, würde ich mal sagen. Also er spielt beim SC Magdeburg, die Mannschaft der Stunde, wenn nicht der letzten Jahre, eher ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und ist auch als Typ immer positiv. Heimann. Es ist so wichtig, dass viele verschiedene Spieler reinfinden in diesem Kader und dass sich die Verantwortung verteilt und vor allem bei ihm, Sebastian Heimann, durch diese lange Verletzungshistorie. Nicht nur eine. Und Basti ist auch nicht so ein extrovertierter Spieler, der braucht nämlich genau das, dass er auch mal aus der Abwehrleistung mit nach vorne kann, was er in Göppingen auch am Anfang nur, also er konnte nur in der Abwehr helfen, dann in der Liga ist er reingekommen, auch vorne helfen zu können und deshalb hat Alfin auch ihn auch nominiert, weil er plötzlich voll drin war und jetzt muss er hier noch den nächsten Schritt gehen, das war eine schöne Aktion. Sehen wir uns hier nochmal an. Und auch den Treffer von Kai Hill. Letzten 2,5 Minuten laufen in diesem vorletzten Testspiel der deutschen Handballnationalmannschaft vor der Europameisterschaft. 2 Minuten Zeitstrafe wegen Trikotziehens. Für Goller? Johannes Goller, ja. Ah, okay. Mehr als ein kleines Kopfschütteln ist ihm meistens nicht zu entlocken. Dazu ist er viel zu gut erzogen. Ich glaube, auch Hanne hätte die 2 Minuten gern auf sich genommen. Ja. Zuschauer sind sehr zufrieden. Klar, gab auch eine kleine Aufforderung. Letzten 2 Minuten laufen gleich. Aber die Halle steht und ist zufrieden. 7 Meter. Johannes, mal totale Torhüterbrille. Was macht ein Torhüter wie Andreas Wolf, wie du in der Vorbereitung auf ein Spiel, was die 7-Meter-Schützen angeht? Wie viel weißt du? Ich weiß viel oder man weiß viel. Also man hat mit Sicherheit 20 bis 30, wenn nicht sogar 40 Würfe von jedem potenziellen 7-Meter-Schützen der gegnerischen Mannschaft. Und da arbeitet man dann mit Wahrscheinlichkeiten. Du schaust dir das an, wie sind seine Bewegungen, wirft er ohne zu täuschen, wirft er nach 2 Täuschungen, wirft er nach 1 Täuschung und was macht er dann in der Regel? Und das versuchst du dir entweder über einen Schützen im Training, der dir ein bisschen hilft, auch dieses Bild zu geben, oder du versuchst es dir einzuprägen, damit du dann intuitiv handeln kannst. Nachdenken kannst du nicht, du reagierst intuitiv und da musst du darauf vorbereitet sein. Letzten 90 Sekunden hier in Flensburg in der Campushalle. Hanne hat auch einen sehr guten Wackler zur Hand. Kastening. Ja, Portugiesen versuchen es natürlich runterzuspielen. Ja, ein bisschen zu lang mit 50 Sekunden. Ja, aber sie wollen sich die Situation stellen. Ne? Aber da haben wir den Fuchs Kastening. Ja. Oh, schöne Parade von Max. Ganz anderer Torhüter-Typ, ne? Im Vergleich zu Andreas Wolf. Einfach durch seine geringere Körpergröße. Super schnell, aber auch super jung. Wir haben schon drüber gesprochen. 19 Jahre alt. Absolut die Zukunft im portugiesischen Tor. Und bekommt jetzt hier die ersten Länderspiele. Die ein oder andere klare Chance ist liegen gelassen worden, nicht genutzt worden, um es ganz korrekt auszudrücken, aber trotzdem 18-14, das ist in Ordnung. Und dabei bleibt es dann auch. Erster Eindruck? Vieles war gut, vieles war übermorgen, diese kleine Korrektur. Jetzt weiter. Entschuldigung. Übermorgen in Kiel. Live auch bei uns auf sportschau.de. Die zweite Hälfte, so ist es geplant, dann live im ersten. Aber für alle Handballfreaks sei das schon jetzt angekündigt. Dann Anwurf um 18 Uhr in Kiel. Zweites Aufeinandertreffen
mit dieser Mannschaft, mit der Mannschaft aus Portugal. Costa. Das war mal schick gespielt. Schade. Die Hände dran von Andreas Wolf. So, dann schauen wir auf die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Dominik hat es uns schon eingeführt. Goller bleibt am Kreis. Köster, Knorr, Häfner. Also alles wie gehabt zu Beginn. Steinert rechts außen. In diesem Moment. Und Mertens, das war klar, setzt das Ganze auf außen fort. Und es bleibt dabei. Goller macht die Dinger, die man eigentlich kaum erwarten kann. Immer unter extremer Bedrängnis. Abwurf, weil Wolf noch dran war. Knorr und Köster. Richtig, dass er den Wurf nimmt. Auch wenn er pariert wird von Capdeville. Also Torwartwechsel bei den Portugiesen. Zählt, das ist klar. Ja, Abwehrspieler steht noch nicht zuerst da. Man kann sich sicherlich streiten darüber. Ja. Ja, darüber kann man sich streiten, wie nah ist es dran am Stürmerfoul. Aber er kommt im letzten Moment auch noch rein und sperrt den Weg zu. Und deshalb finde ich es korrekt, dass dieser Treffer auch zählt. Genau, kommt er noch, hat noch Bewegung. Ja, genau. Das ist entscheidend, ja. Er hätte stehen müssen und dann wäre der Film in die andere Richtung gegangen. Ich finde es ganz spannend, dass Juri jetzt Pause bekommt in der Abwehr und Heimann auf Halbdeck. Das ist jetzt auch eine Variante, die wir noch nicht so oft gesehen haben. Eigentlich eher Mittelblockspieler, also wirklich auf 3 und 4. Und jetzt spielt er hier auf Halb. Oh ja. Oha, das ist das, was wir in der ersten Hälfte schon mal angesprochen haben. Das sind die Jungs, die eine echte Dynamik mitbringen und einen absolut harten Abschluss aus der zweiten Reihe. Nice. No. Nice. Da läuft der Ball, das ist perfekt. Und Juri Knorr mit einer wirklich wahnsinnig geringen Fehlerquote. Er ist ja ein Mann, der bewusst das Risiko sucht und dann auch ab und an technische Fehler einstreut. Das ist völlig klar. Man bekommt diese Freiheiten auch im Club bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber wahnsinnig diszipliniert heute. Ja, also bei Juri kaufst du das immer mit. Er hat diese Wahnsinnsaktionen zuhauf und manchmal auch einen Fehler. Und da hat er aber sehr dran gearbeitet in der letzten Zeit. Und natürlich passiert das ab und zu mal, aber er gibt uns damit eine ganze Menge. Und der Trainer kann ihn immer noch auswechseln, wenn es mal nicht läuft. Dann kommt jemand anders und wenn die Fehlerquote zu hoch wird. Das ist sein Spiel, er muss das machen. Treffer von Kai Häfner. Und nachgereicht auch das letzte noch der Portugiesen. Martins. Sensationsanspiel gegen ein richtiges Raunen hier durch die Halle in Flensburg bei diesem Anspiel auf Durchfahrt.
Häfner rechter Rückraum bringt auch diesen Part an Erfahrung rein. Kader insgesamt im Durchschnittsalter von 26,6. Hört sich erstmal gar nicht so jung an, aber da sind eine Menge junger Spieler drin in diesem Kader. Alleine 4 U21-Weltmeister. Der Kader hat eine definitiv gute Mischung. Ja. Und wie Dominik das auch schon eingeordnet hat, ich finde, Hierarchie ist wichtig und Rollenverteilung ist wichtig. Oh ja. Das gibt eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Salina, weil er da ja, zumindest mal den Hals getroffen hat. Zunächst sah es für mich sogar aus, als ob es ein Kopftreffer gewesen sei. Aber ich fand jetzt die Geste vom Schiri, schlägt ihm auf die Brust. Ja. Das 2 Minuten. Ja. So, und kaum ist die Überzahl wieder da, ist Kohlbacher auch wieder auf dem Feld. Häfner, 7 Meter, Abwehr im Kreis. Handballverstand, Abwehrspieler steht im Kreis, du musst nur auf ihn draufspringen, dann hast du deinen 7 Meter. Und deutet es auch noch an. Ja, ja, er wollte nicht mehr werfen. Oh ja, das habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Deswegen war ich so laut geworden, Johannes. Warum? Ich nick mir doch mal in die Seite, wenn ich dazu nichts sage. Was ist das denn? So, Kastening. Wiederholung? Ja, da haben wir ein paar Spieler zu viel auf dem Feld. Ja, das kann der Tatan sein. Ja. Also Kai Holm ist da eingeschritten. Das ist der Delegierte heute bei diesem Spiel. Wenn es kein Blitzer ist, dann ist es einer zu viel in Weiß. Ja, das ist der Mann, der jetzt gerade spricht. Schiedsrichter-Ausbilder auch beim Deutschen Handballbund. Ein Mann, der die Regel wirklich in- und auswendig kennt. So, 2 Minuten Zeitstrafe. Ja, wenn einer zu viel drauf ist, dann ist das quasi ein Wechselfehler. Und der führt dann zu einer 2 Minuten Zeitstrafe. Und wer ist schuld? Erik Wuttke. Ja. Der muss dann aufpassen. Als Feldspieler ist es dann immer der Trainer, das ist ja klar. Der muss doch aufpassen, wer da raufläuft. Es passiert dann. Aber es ist gut, das schärft den Fokus, wenn sowas auch heute passiert. Heute, wo es nicht wehtut. Das sind alles Situationen, die im Handball immer wieder passieren können, durch die vielen schnellen Wechsel. Mitnehmen, speichern und im Turnier besser machen. Also der Hallensprecher tut schon alles. Der macht sich schon warm für die Europameisterschaft. Der jagt die Fans auch schon in der 37. Minute aus den Sitzen hier in der Campushalle. Ja, glaube ich auch. Schnelle Hände von Köster und der Ball war am Knie vom Portugiesen. Ich glaube, wer war es? Martins? Viel Platz auf dem Feld. 5 gegen 5. Nee, 6 gegen 5. Deutschland. Torhüter raus. Knorr. Köster. Ja, aber durch den Kreis gelaufen mit dem Ball und deshalb Platz bei Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Zweimal viel Risiko bei Juri Knorr bei diesen Anspielen. Keine gute Phase, wenngleich sie nicht sehr lang ist, aber das waren 3 Entscheidungen, die ist natürlich sehr pechbehaftet da mit dem Pfostentreffer, die Ecke war voll leer. Genau. Die war voll leer, trotzdem muss man sagen, du hast es angesprochen, wir spielen in Unterzahl und es passieren 3 Fehler. Da darf ich den Wurf eigentlich nicht nehmen, weil er ist mit Risiko behaftet. Da spiele ich das Ding eher zu Ende, spiele die 20 Sekunden aus und habe dann meine klare Chance und gehe im Zweifel zurück. Aber in voller Mannstärke. Ja. Jetzt haben wir Andy Wolf zu einer Parade gezwungen, was natürlich auch gut ist. Nächster Fehlpass, nächster Ballbesitz für die Portugiesen.
So, es wird ruhiger in der Halle. Und genau darauf habe ich gewartet, auf dieses Zeichen, auf dieses akustische Zeichen. Es gibt die Auszeit, das hat Alfred Gisterson definitiv nicht gefallen. Wir hören zu. Hey Jungs, wir stehen extrem viel in Abwendung, stehen rum, wir machen die technischen Fehler. Bei Überzahl, wenn wir Überzahl bekommen, dann spielen wir Löwen mit Julian. Okay, du gehst über da. Wir sind viel zu statisch, statisch. Und hinten, hey, ist okay. Aber wir müssen da noch mehr Bewegung kämpfen, müssen die zweite Welle laufen und dann vorne mehr Bewegung. Komm, Männer, hey, weiter. Komm, Männer, weiter. 1, 2, 3, kannst du das? Ja, da war eben auch mal nichts mit Mitreden und Reinreden, sondern da hat jetzt mal der Chef persönlich alleine gesprochen, ohne dass er jetzt da jetzt lautstark gewesen ist. Gibt es ja auch gar keinen Grund, schon gar nicht in diesem Spiel. Aber gehört ja auch die Mimik dazu. Man sieht eindeutig, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Und du spürst die natürliche Autorität, die natürlich da ist. Das ist vollkommen klar. Jeder mal kurz, der jetzt Fehler gemacht hat, Kopf oder Augen zum Boden zuhören. Jetzt geht's neu los. Es wurde, wie du gesagt hast, nichts Konkretes angesprochen in Bezug auf Spielzüge, sondern es wurden allgemeine Sachen angesprochen, die besser gemacht werden müssen. Und die gehören zum erfolgreichen Spiel dazu. Mehr Gas geben, mehr Bewegung, mehr Beweglichkeit und dann vorne auch wirklich die Sachen durchspielen, die man angesprochen hat. Für dich ja als Torhüter auch ganz interessant, weil so oft hörst du bei Auszeiten gar nicht zu. Ihr seid ja meistens für euch separiert. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich spare mir das. Okay. Ich habe da ja nichts mitzureden, das ist einfach so. Wir besprechen andere Sachen im kleinen Kreis. Köster dreht das Ding wieder in Richtung plus 3 für die deutsche Mannschaft. Das, was die Portugiesen über Jahre so stark gemacht hat, sehen wir heute gar nicht. Das Spiel 7 gegen 6 spielt momentan gar keine Rolle. Wahrscheinlich beherrschen sie das ohnehin im Schlaf und konzentrieren sich auf die B-Variante für die EM. Ist durchaus möglich. Ja, es könnte sein, dass sie es heute ein bisschen verstecken wollen, weil dieses Kreis hinterlaufen, wegziehen hier auch immer wieder sehr gut funktioniert gegen die deutsche Abwehr. Aber ein wichtiger Faktor im 7 gegen 6 ist Rui Silva. Und der ist nicht dabei. Genau. Er ist Vater geworden. Der wird auch am Samstag nicht dabei sein, sondern erst zur EM anreisen. Und dann werden sie sicherlich im Training noch ein bisschen dran feilen. Das ist aber eine Sache, die sie eigentlich aus dem FF können und einfach im Schlaf abrufen. Häfner, Köster. Ja, jetzt geht auch mal der Arm nach oben zum drohenden Zeitspiel im Kreis und deshalb Ballbesitz für die Portugiesen und mit der Chance, sich noch näher ranzuarbeiten auf dem Weg zum Anschluss. Deutschland mal sehr offensiv. Das ist die Vielseitigkeit von Köster, der eben nicht nur den Innenblock hinten spielen kann, Zeitstrafe gegen Heimann, sondern eben auch den offensiven Part auf der 1 spielt. Also Heimann war es nicht. Also das finde ich auch schwierig. Ja. Eher war es der Kontakt zu Köster dann. Ja, aber. Aber eine 2 Minuten Zeitstrafe. Es ist ja auch Vorbereitung für die Schiedsrichter. Ach so, genau. Die treffen sich übrigens alle in Düsseldorf am Donnerstag, am Sonntag. Und keiner von ihnen weiß bislang, für welche Partien er gesetzt wird. Ah, spannend. Es ist klar, die beiden deutschen Teams, es gibt ja 2 deutsche Gespanne, werden natürlich nicht in der deutschen Gruppe pfeifen. Solche Sachen schließen sich aus. Aber es gibt noch keine Nominierung auch für das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien und natürlich den Auftakt der deutschen Mannschaft am Mittwoch, am 10. Januar gegen die Schweiz. Ja, jetzt üben wir ein bisschen auch schon die Drucksituation. Unterzahl, ein Tor vor nur noch.
Helfen. Auf außen. Vom Steini, jawohl. Christoph Steinert. Und was jetzt? Ja, gibt Abdruck. Eine 2 Minuten Zeitstrafe. Erstmal schauen wir uns das an. Also, wenn es die Zeitstrafe gegen die deutsche Mannschaft gibt, dann, weil durch den Mittelkreis, durch den Punkt da, wo angeworfen wird, diese 4 Meter, dass da der Anwurf verhindert wurde. Das ist nicht zulässig, dann gibt es eine 2 Minuten Zeitstrafe. So ist das. Lukas Mertens, okay. Anschlusstreffer in doppelter Unterzahl der deutschen Mannschaft. Area, ein ganz erfahrener, ganz starker Mann, auch üblicherweise sehr, sehr torgefährlich im Gegenstoß. Jetzt Uschins dabei. Ja, halb rechts von Hannover Burgdorf. Und Halle auch. Jawohl. Und stark. Das ist echt stark. Also, Dominik, ich wollte dich eigentlich gleich ganz was anderes fragen, auch wenn es den Gegentreffer gibt. Aber lass uns kurz über Martin Halle reden, der 2 Ballkontakte, glaube ich, hat und 2 Tore schießt und 3 Tore wirft. Alfred Gislason hat mir gesagt, das ist bewusst auch die Position gewählt, um seine Stärke im 1 gegen 1 und diese Peitsche im Arm zu nutzen, dass er jetzt auch bei solchen Angriffs- und Abwehrformationen mal über den Rückraum kommen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob er die Quote halten kann. Dann wäre es eine glatte 1. Aber man muss ja auch sagen, bei solchen Testspielen, Dominik, kann man sich ja wirklich auch in den Fokus spielen, wenn ein Mann solche Entscheidungen trifft. Dann kann man den ja kaum streichen. Weil wir brauchen ja 2 Streichresultate. Parade von Wolf, jetzt du. Ja, aber das ist doch das Schöne, dass wenn man in so einer Situation ist und vor allem er, als wo er gar nicht weiß, was habe ich denn für eine Rolle hier? Und dann kriegt er die aufgedrückt vom Bundestrainer, dann funktioniert die auch noch. Da kannst du ja nur Vertrauen aufbauen und dementsprechend, ja, Gratulation. Und jetzt haben wir noch einen dabei, der auch seine Chance vielleicht nutzt mit Renan Uschins. Uschins, ja, genau. Ja. Hat sich ja sehr gut eingeführt im vergangenen Jahr, sein Debüt gezeigt bei dem Spiel, das übrigens die gleichen Schiris hatte. Und zwar in Berlin. Deutschland gegen Spanien, das am Ende knapp gewonnen wurde. Renan Uschins. Von Hannover Burgdorf, Köster, ja, auf links zu Hanne, der macht sein 3. Tor. Auf links außen. Ey. Von überall, der Junge. Was macht der heute für ein Nationalmannschaft? Und selbst bei dem Winkel hat er noch kurz gezögert. Schön in Szene gesetzt natürlich auch von Köster, das wollen wir. Ja, der Assist gehört ja dazu. Technischer Fehler. Deutsche Mannschaft im Konter. Vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, was ist eigentlich mit Grötzki? Der wird heute genauso wie Rune Dahmke eher geschont. Grötzki kam ja aus einer Verletzung zurück. Da ist die Rollenverteilung, glaube ich, auf der Rechtsaußenposition auch, hast du auch schon mal gesagt, relativ klar. Ja, ich glaube schon, dass Kastening da die 1A-Variante ist, Grötzki die 1B. Das kann man nicht komplett so einordnen in erste und zweite Reihe, aber dazu hat Grötzki einfach schon viel zu viel in diesem Team bewegt. Also nur aktuell hat, glaube ich, Timo die Nase ein bisschen vorne. Arm ist oben, Zeitspiel droht. Gutes Anspiel von Uschins auf Knorr. Guter Laufweg vom Torschützen, aber auch gutes Auge vom Passgeber. Die deutsche Mannschaft hat sich befreit aus diesem kleinen Tief und das liegt auch an den Wechseln. Hier,
dieses Anspiel habe ich gemeint und diesen Laufweg von Juri Knoch. Uschins bringt auch eine andere Art zu verteidigen rein. Er ist keiner, der hinten stehen kann auf 6-7 Metern. Heffner ist eher ein bisschen defensiver, aber Uschins ist schon so schnell auf den Beinen, dass er auch vorne agieren kann. Aber damit haben wir große Probleme. Ja. Das Anzucken vom Kreisläufer, immer wieder wegziehen und den Ball hinten rein. Da sind wir ein bisschen zu offen, da helfen wir uns zu wenig, arbeiten ein bisschen mehr, am Kreisläufer arbeiten. Was für ein junger Rückraum mit Uschins, mit Hanne und mit Knoch. Ja, gibt da gerade ein Gespräch mit Matthias Andersson, auch dem Bundestorwarttrainer. David Späth steht schon, wird auch gleich kommen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der gleich die Jacke ausziehen wird. Kann man auch vertreten. Mein Gott, haben wir gute Jungs. Trainer Uschins. Da freue ich mich schon auf die Zeitlupe. Da werden Sie denken, was, das ist eine Zeitlupe? Der hämmert doch das Ding rein. Wow, der war mal nicht schlecht. Achtung. Oh, was da beginnt mit Hanne. Ja, Hanne im Super 1-1. Ja, zieht ja, an. Ja. Und die beiden kennen sich natürlich aus dem Training. Spielen jeden Tag zusammen. Das ist dann der Block, der uns hilft. Ja, bei Hannover Burgdorf hat man viele tolle Talente. Unter der Anleitung des ehemaligen Bundestrainers ist der Punkt. Alle für Deutschland. Kosta. Großartig. Auch wenn sie wieder zu defensiv stehen, aber das Ding hat zwei Betrachtungsweisen und das andere ist nämlich der Abschluss. Und der ist auch eine glatte 1. So, jetzt gibt es den Torwartwechsel bei der deutschen Mannschaft, sage ich Ihnen gerade. Also, jetzt kommt gleich David Späth rein. Bekommt viel Applaus. Das ist ein Mann, der auch aufgrund seiner Emotionalität die Leute von den Sitzen reißen kann. Das haben wir im DHB-Pokal Final Four gesehen. 4-4, Martin Hanne. Ist das ein Debüt? Ich weiß ja, unsere Interviewerin Desiree Krause hört mir natürlich zu. Desi, den Mann brauchen wir. Den müssen wir heute aber mal unbedingt hören. Ja, muss erstmal gewischt werden. Eigentlich hat er gerade im 1-1 bei seinem letzten Tor sogar den falschen Weg gewählt und er geht trotzdem rein. Also der kann heute von überall, glaube ich. Ja. Duarte drin, hat auch einer der wenigen Portugiesen, die Bundesliga-Erfahrung mitbringen. War bei Bischof Köppingen mal, gab es eine vertragliche Situation, die es dann plötzlich ermöglichte, in die Bundesliga zu wechseln. Und hier nochmal der Trainer der Portugiesen, auch eine ganz interessante Vita, sich sehr lange auch mit dem Frauenhandball beschäftigt auf dem afrikanischen Kontinent, war auch Afrikameister mit den tunesischen Frauen. Oh, zwei Paraden. Die zweite Chance für Steinhardt war richtig gut. Da ist es 27. Gute 9 Minuten. Das Ding ist noch nicht durch. Sie wollen den Sieg unbedingt. Das hat das Trainerteam vorgegeben. Und am Ende, wenn es knapp ist, keine Experimente, dann voll auf Sieg spielen. 7 Meter. Dieser Pass, der der ganzen Sache zuvor ging, hier, der, der dann an den, ans Knie geht, das wirkte wie ein Versehen, aber es war Absicht. Das war Absicht, ja. Das glaube ich auch.
So. Martins war vor vier Jahren so der aufgehende Stern im portugiesischen Handball. Er kann wirklich alles technisch hervorragend und spielt nichts zu Unrecht bei einem der Top-Teams Europa. Wie gesagt, wir haben es schon erwähnt in Check It. Macht das nicht zufällig. Gegen David Späth. Bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Hause, die mussten eine Personalentscheidung treffen, weil sie drei tolle Keeper hatten mit Appelgren, ja, mit Bierlehm, der dann zu Hannover-Burgdorf wechselt. Und, ja, und sich da sicherlich auch wieder mehr Hoffnung auf einen Platz in der Nationalmannschaft machen darf, weil er da wieder Spielzeit kriegt, ja, und da wieder vermutlich die Nummer 1 wird. Aber das musste gelöst werden, diese Situation mit drei Top-Torhütern, das ist immer schwierig. Den holt er sich und macht da rein. Was ist denn das für ein, was ist das, eine Ringer-Taktik? Also Golla, das war Gollas drittes Tor aus im Prinzip fast aussichtsloser Situation. Schauen Sie sich das mal an. Und dann dreht er sich noch um die Achse. Das ist sensationell. Das ist Kunst. Ja, das ist echte Kunst. Und das ist Körperbeherrschung und das ist auch Kraft. Und das ist etwas, was Johannes Golla auch auszeichnet. Man musste den früher in seiner Jugendzeit immer rausholen eher aus dem Kraftraum, weil er es ein bisschen übertrieben hat. Ein total detailversessener Typ, trainingsintensiv, ein echter Leader, ein Vorbild und ich finde auch ein ganz toller Kapitän der Nationalmannschaft. Tolles Anspiel. Es bleibt knapp, es bleibt spannend in dieser Auseinandersetzung mit den Portugiesen. Hanne, erster Fehlwurf. Die klarste Chance. Ja, das stimmt. Zu einfach für ihn heute. So, jetzt brauchen wir ein paar konzentrierte Aktionen. Ja, Portugiesen nehmen die Auszeit für diese Schlussphase. Aber unser Mikrofon, das ist über den Lippen von Alfred Gislason. Hey Jungs, in der Abwehr müssen wir ein bisschen mehr wach sein. Ja? Okay? Ein bisschen mehr wach sein und vorne ist er gut. Wir spielen die Chancen jetzt sehr gut auseinander. Ja? Wir müssen ihn nur unterbringen. Also richtig gut in Angriff jetzt. Ja? Ein bisschen mehr aufmerksam hinten. Und Jungs, wir müssen jetzt noch mehr Druck nach vorne. Julian, du musst mit noch mehr Druck mit Irena drüber. Die wäschen zwei Leute. Das heißt, dass du eventuell da voll auf Mann gegen Mann gehst. Wichtiger Hinweis in Richtung Julian Köster, das Tempo über rechts zu verschärfen, weil die Portugiesen doppelt Abwehrangriff wechseln, um da eine Überzahlsituation in der zweiten Welle zu generieren. Ja, bei Uscins, aber auch bei ihm selber, weil er macht das in der Bundesliga überragend. Wenn der VfL Gummersbach ins Tempo kommt, dann ist derjenige, der über die Mitte entscheidet und den du da nicht halten kannst. Und das haben wir heute noch nicht so viel gesehen, weil wir diese zweite Welle-Situation noch nicht erzwungen haben. So. Ja, aber der Trainer ist grundsätzlich im Angriffsspiel ja zufrieden. Nur hinten, wie wir es schon besprochen haben. 1-1-Situation, Härte fehlt ein bisschen. Aber das kann kommen. Nazaré. Da haut sich Golla noch mal rein, um das zu unterbinden. Aber auch da wirklich gut mitgedacht von Hanne. Schiebt mit rein, schiebt so weit mit rein. Das ist das, was du machen musst. Du musst dir gegenseitig helfen, lieber den nächsten Pass zu lassen, als den kurzen Pass. Andreas Wolf, daneben Bruno Dahmke, wie schon erwähnt, heute mit Schonung. Vielleicht sehen wir ihn dann am Samstag im zweiten Aufeinandertreffen in Kiel, in seiner Halle. Ja, wünschen wir es ihm, dass er fit wird, dass er spielen kann. Und ich glaube, der Einstand von Hanne hier ist natürlich, den muss man beobachten, den muss man sehen, den muss man auch werten.
weil wir haben natürlich das Thema, dass wir zwei Leute streichen müssen pro Spiel. Und wenn Hanni hier heute so aufläuft, dann wird es wahrscheinlich eine Außenposition treffen, weil wir da gut besetzt sind in der ersten Reihe. So, jetzt muss man gucken. Versetz dich mal in den Bundestrainer. Was machst du da? Unglaublich schwierig. Ja. Und ich spiele das Ding mal noch weiter, auch wenn das noch einen ganzen Zeitraum noch braucht. Olympische Spiele, da darfst du nur 14 stellen. Genau, da bist du noch kritischer. Ja. Und da hast du mit Steinert jemanden, der fast eine Einsatzgarantie hat, weil er so viel mitbringt. Und 7 Meter werfen kann er auch noch. Auch noch, ja. Ja. Köster. Und sieht auch noch gut aus. Ich wusste gar nicht, dass das die Kriterien sind. Aber der Wurf sah auch schön aus. Ja, der war super. Aber jetzt schauen wir noch mal gemeinsam, Johannes, auf das Ergebnis. Ja. Die Mannschaft will gewinnen. Das war auch die Vorgabe der Trainer. Kann man natürlich sagen, er ist ja ein Testspiel. Nein, das Ding sollte unbedingt gewonnen werden. Hanna. Knorr. Gut. Super. Wirklich. Super! Da kommt er! Und wer spielt den Pass? Natürlich ein Magdeburger, weil das ist die alte Magdeburger Kemperschule. Ein Magdeburger auf einen Ex-Magdeburger. Ja. Schön. Und das bringt Stimmung in die Bude hier. Ja, ich finde, wir haben schon gelobt, aber das sind auch Sachen, die wir jetzt heute brauchen, auch die Mannschaft braucht. Du bist mit dem Rücken an der Wand, ein Tor und dann spielst du so einen Spielzug. Zwei junge Spieler machen das, klar, Mertens ist erfahren, aber auch nicht steinalt. Aber diese Lockerheit brauchst du auch in brenzlichen Situationen, das werden wir im Turnier immer wieder erleben. Ja, vielleicht sogar gleich im ersten Spiel. Die Schweizer haben eine gute Mannschaft. Deutschland ist Favorit, man muss sich auch nicht klein machen. Aber das ist einfach eine absolute Sensation. Was der uns heute hier bietet, ist einfach großartig. Und das finden auch seine Mitspieler. Er ist heute ein Unterschiedsspieler. Ja. Das ist er heute. Und das ist, was man im Verein immer mal wieder blitzen sieht. Und der Bundestrainer scheinbar schon, ja, viel mehr erkannt hat als vielleicht ich. Hauptaugenmerk der Kritik bleibt die Defensive. War zu leicht für Goller. Brauchst noch komplizierter. Ja, aber bei aller Leichtigkeit, jetzt muss der Sieg eingefahren. Ja. Das ist wichtig heute. Das Ding muss jetzt zu Ende gespielt werden und gewonnen werden. Weil nur dann steigst du gleich in den Bus und hast ein gutes Gefühl. Und es geht ja um heute um die ersten zwei imaginären Punkte. Das haben wir ja festgestellt. Ja. Das wird die Mannschaft jetzt auch im Kopf haben. Letzten 3 Minuten beginnen gleich. Hanne bleibt drauf. Logisch, gibt keinen Grund. Ist natürlich auch für die gegnerischen Trainer interessant, in der EM-Vorbereitung bei der deutschen Mannschaft zu sehen, oh, die sind in der Breite ganz gut aufgestellt. Wer weiß, wer da kommt. Ja, ja. Das reichte auch nicht für einen Freiwurf. Ballverlust und die Chance für die Portugiesen, jetzt hier auszugleichen. Nazaré. Boah, war das ein guter Dreher gegen Wolf, der wieder drin ist. Spät also, der keine Hand an den Ball bekam. Wieder draußen in dieser Schlussphase. Ausgleich. Puh, jetzt wird das ein richtiger Test ums Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Alfred Gislason nimmt seine dritte und damit letzte Auszeit. Wir sind gespannt. Ja.
war für mich schwer nachvollziehbar, ob das vielleicht sogar im Kreis war. Sehen wir aber jetzt nochmal. Nein, war alles korrekt. Alles korrekt. Hey, wir kriegen ja nicht richtig Zugriff hinten, aber okay. Ja, nehmen wir mal, also ich nehme mal, dass wir von außen einen Anfall bekommen. Vorne, geh auf Cavalcanti, ja, 24. Das war richtig eilig, weil vorhin bei ihm, ja, dass er Scully, Verlöwen, Rückpass, du rübergehst und ich gehe auf hier, so wie langes Kreuzchen nachher. Das heißt, fern das Kreuzchen nachher, okay? Hey, aber wir müssen jetzt voll in die Zeit geben. Du warst eilig, fast durch. Komm wieder auf. 1, 2, 3, Deutschland. Komm hier. Ein Spieler, ein Gegenspieler ist klar identifiziert worden. Cavalcanti, der Mann mit der 24, auf den gilt es in der eigenen portugiesischen Defensive jetzt zu gehen. Es bleibt jung, extrem jung im Rückraum mit Uschitz, mit Knorr, mit Hanne, Goller am Kreis. Steinert bleibt auf rechts außen und klar, Lukas Mertens auf links aus. Hanne. Auf Cavalcanti. Genau auf den soll er gehen. Arm der Schiris bleibt noch unten. Zeitspiel droht noch nicht. Knorr. Ja, Uschitz. Den macht er! Hatte zwei Varianten zum direkten Abschluss, entscheidet sich dann für den Durchbruch. Schön und schnell gegen die Hand. Letzte Minute. Deutschland 1 vor, dritte Auszeit auch bei den Portugiesen. Drei pro Team sind zulässig, aber wir bleiben natürlich bei der Besprechung. Bei Alfred Gislason. Dass sie wieder mehr Bewegung und dafür mehr Bewegung da reinkriegen. 6x7, 6 kann auch kommen, ja? Alles gut. Fehler kommt 7x6, egal. Hey, bleiben mir sehr viele Bewegung, Handarbeit und mal gucken, dass der Oberball. Und denkt dran, wenn die ein Tor schaffen, dann haben wir immer noch Chance. Hey, und dann spielen wir auf sicher die letzten Sekunden, okay? Ja, Hinweis aus der Mannschaft kam, ja. Ist ja jetzt möglich, dass die Portugiesen im 7-7-6, genau. Das beherrschen sie, egal ob jetzt Silber dabei ist oder nicht, das ist gelernt, dass sie das taktische Mittel suchen und dafür sorgen können. Aber es sind ja auch noch 54 Sekunden. Ausspielen können die Portugiesen das eher schwierig. Runterspielen, also die Chance, dass die deutsche Mannschaft selbst bei einem Gegentreffer nochmal den Ballbesitz kommt, ist ja da. Sie bleiben beim 6 gegen 6, Keeper bleibt drauf. Steht aber nah an der Bank. Also, ja. Können wir im Fernsehbild nicht sehen, aber er steht nah an der Bank. Mal sehen. Müssen wir mal ein Auge drauf werfen. Ja, sie versuchen es erstmal runterzuspielen. Ja, aber das wird schwer. Ja, ja, das kannst du eigentlich vergessen. 35 Sekunden, das können die Schiris nicht zulassen. Aber jetzt ist der Arm oben. Nazari. Gut, Wolf! So, Ball erstmal sichern. Freiwurf. Super. So. Zeit läuft weiter. Zeit läuft weiter. Ist nicht unterbrochen. Und tickt jetzt in Richtung einem Sieg der deutschen Mannschaft im vorletzten Testspiel vor dem 34-33, knapper als nötig, oder? Ja, genau, knapper als nötig. Aber ich glaube, ein, zwei, drei oder vier Tore am Ende macht jetzt nicht einen Riesenunterschied.